Das widerwärtigste Luder des Jahres, die große Castingshow. Herzlich willkommen, ich freue mich sehr, dass Sie, dass ihr mit dabei seid bei dieser Spezialausgabe von Postmodern Talking. Ja, viele von euch können sich sicherlich noch daran erinnern. Im vergangenen Jahr, im Sommer 2020, im Juni, damals hat der Tiroler Landeshauptmann Stellvertreter eine Umweltaktivistin als widerwärtiges Luder bezeichnet. Der Aufschrei war enorm, der Skandal war groß. Aber wie so oft in der jüngeren Vergangenheit wurde auch diesmal wieder ein Tiroler Politiker völlig missverstanden. Es sei doch gar keine Beleidigung gewesen, hat der Landeshauptmann Stellvertreter umgehend beteuert. Nein, 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 es wäre eigentlich ein Kompliment gewesen, ja fast eine Auszeichnung. Und da haben wir uns gedacht vom Postmodern Talking Team, das klingt doch gut, das greifen wir gerne auf. Und wenn es der Landeshauptmann schon nicht wieder tut, dann vergeben wir eben dieses Jahr sehr gerne diese Auszeichnung. Und da hat es sich gut getroffen, dass wir hier momentan gerade die aktuelle Postmodern Talking Staffel drehen, hier in Innsbruck in der leeren PMK. Und deshalb freue ich mich, Sie begrüßen zu dürfen zu Postmodern Talking sucht das widerwärtigste Luder 2021, die große Castingshow. Meine Postmodern Talking-Kolleginnen sind deshalb heute nicht nur meine Moderationskolleginnen, wie das gewohnterweise der Fall ist, sondern auch meine Jury-Kolleginnen. Ich darf vorstellen, Sie kennen und lieben sie alle. Es sind eh nur zwei. Martin Fritz. Schönen guten Abend. Und Lia Sudermann. Hallo. Ja, ich freue mich sehr, mit euch beiden diese wichtige Aufgabe übernehmen zu dürfen und bin schon sehr gespannt, wer es dann tatsächlich wird im Endeffekt. Gönnen würde ich es natürlich allen, aber es kann eben nur eine Person widerwärtigstes Luder des Jahres werden. Bewerbungen haben wir ja unzählige hineinbekommen, also unglaublich viele. Und wir haben dann die schwierige Aufgabe gehabt, nur zwei davon auszuwählen, die heute hier um diesen Titel rittern werden. Es sind Theresa und Josef. Beide werden in verschiedenen Challenges gegeneinander antreten und wir sind schon ganz gespannt, wie sie sich da jetzt schlagen werden. Aber zunächst wollen wir die beiden mal ein bisschen näher kennenlernen. Mein Name ist Theresa und ich bin die Gewinnerin des heutigen Abends. Ich bin 25 Jahre alt und Berufsaktivistin. In meiner Freizeit zünde ich gern Polizeiautos an und wehre Pfefferspray-Attacken ab. Also, ich bin auch mit einigen Männern befreundet. Ich kenne sogar einige Männer und früher oder später werde ich mir vielleicht einen zulegen, so einen kleinen mit Glatze. Momentan sind sie aber vor allem Zeitvertreib. Mobbing ist gerade im Aktionismus eigentlich die Fähigkeit, die man braucht. Man muss sich den Feind nur präzise aussuchen und dann gibt es sehr wohl Grund, genug Menschen zu mobben, die es auch verdient haben. Es gibt keine andere Option als gewinnen. Mein zweiter Vorname ist Gewinnen, Julia. Auf die Castingshow aufmerksam bin ich eigentlich worden durch eine Internet-Annonce, wo gestanden ist, bist du das widerwärtigste Luder 2021? Und dann habe ich gesagt, ja. Dann habe ich angerufen und gesagt, ja. Und gesagt, wollen Sie zum Casting kommen? Und gesagt, ja. Und jetzt bin ich da. Hallo, ich bin der Josef und ich will Tirols Next Top-Luder werden. Ich bin Sachbearbeiter von Beruf und ich will endlich rausfinden, steckt dieses Luder in mir? Habe ich es drauf? Bin ich ein widerwärtiges Luder? Mir ist dieser Self-Care-Aspekt einfach wichtig. Und deshalb denke ich mir, politisches Engagement, das geht nicht ohne ein richtiges Vollbad, ohne eine gute Bodylotion. Das geht nicht ohne eine Nagelpflege. Das geht nicht ohne ein Acai Bowl. Das geht nicht ohne eine kleine Massage. Und es waren dann eigentlich so die Freunde von mir, die gesagt haben, ey Josef, du bist so widerwärtig und garstig auf einmal. Ich habe das eigentlich für mich persönlich gar nicht so gesehen und war dann daheim und habe mir gedacht, vielleicht probiert es einfach mal. Ich bin der Chris von der PMK. Okay. Ich zeig dir schnell alles. Ja. Ich weiß nicht, du kennst die PMK schon ein bisschen. Ja. Es ist ganz anders, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich gehe gerne in Lokale, wo man Sandwich essen kann, Gesellschaftsspiele spielen kann. Da hinten habe ich zum ersten Mal geschmust. Schön. Ja, und dann daneben zum ersten Mal gespielt. Ja, weniger. Ja. Schöner Raum. Ja. Das sind so ein bisschen so. Das sind nicht so unsere Fahrzeuge. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, aber das sind Sticker. Da kennst du dann gerne so mit. Die kriegt man aber mit so Geschirrspülmittel. Okay, ja, cool. Wenn du Natron hernimmst, das, was du dann kriegst, ja ohne Probleme.
Ja. Na schau, und da hinten den Raum habt ihr immer noch. Da habe ich ja dann meine erste Abtreibung gehabt. So, jetzt ist es endlich soweit. Bist du bereit? War nie bereiter. Bist du bereit? Voll. Sind Sie bereit zu Hause vor den Bildschirmen? Die Antwort ist ja. Also, holen wir Sie auf die Bühne. Theresa und Josef. Mach die Klappe zu, Bruder. Join the fight, du widerwärtiges Luder. Mach die Klappe zu, Bruder. Join wow. The fight, du widerwärtiges Luder. Hallo. Hi. Wie gefallen dir Ihre Kostüme? Was sagst du zum Outfit, Lia? Ja, also irgendwie, ich glaube, da wird auch viel transportiert von innen nach außen. Auch mit einer Message, na klar, Message, aber sportlich. Also das würde ich sagen, unterstreicht einen kompetitiven Anspruch auch. Man will hier gewinnen oder zumindest dabei sein. Was natürlich jetzt immer auch die Frage ist, sind Sie denn auch widerwärtig genug? Da kann der erste Eindruck ja oft täuschen. Ich bin fasziniert, der Josef schlicht, aber richtig gut. Und die Theresa will mich überzeugen, das macht sie zum Teil schon, aber da braucht es noch ein bisschen mehr. Also ich liebe dieses Accessoire. Welches? Die Kette. Das Beifall. Sie will natürlich mit diesem Accessoire, die Theresa, dass alle nach ihrer Pfeife tanzen. Und was willst du? Ob das so sein wird, dass, ich muss nicht auf die Fragen antworten, es ist umgekehrt so. Aber sie gefällt mir, sie ist gut, sie ist richtig, sie hat Feuer. Ja. Gut. Josef, Theresa, kommen wir nun zu der ersten Aufgabe. Und dafür bitte ich meine Jurykollegin Lia mit mir gemeinsam auf die Bühne. So, Aufgabe 1. Wir begeben uns nun zurück in die Urszene, reisen also jetzt ins Jahr 2020 zurück in den Juni zum Originalschauplatz in die Originalszene, die wir nun hier nachspielen. Für diejenigen von Ihnen, die also nicht wissen, was passiert ist, wir dürfen es leider nicht zeigen, weil wir nicht die Rechte haben, deshalb spielen wir es einfach nach, haben wir uns gedacht. So, also nochmal zur Erinnerung, eine Umweltaktivistin, jetzt gespielt von Josef, wird beschimpft vom Landeshauptmann Stellvertreter, dargestellt von Theresa. Es war aber noch eine dritte Person beteiligt bei dieser Szene, nämlich die Landeshauptmann Stellvertreterin, gemimt von Lia, die war auch noch dabei. Und dieses Kompliment von unserem Landeshauptmann Stellvertreter, dieses Kompliment hat er ja nicht direkt gemacht an die Aktivistin, sondern indirekt. Er hat es so zu seiner Kollegin, zur Landeshauptmann Stellvertreterin, hat es so gesagt. So, und das werden wir jetzt wiederholen. Aber nachdem der Josef kein Umweltaktivist ist, haben wir uns gedacht, wir ändern das Anliegen ein bisschen, das du jetzt vortragen musst. Im Original wurde also eine Unterschriftenliste überreicht, da ging es um ein Wasserkraftwerk. Bei uns geht es jetzt darum, der Josef will, dass eine Straße in Innsbruck umbenannt wird. Such dir eine Straße aus, ja, und überleg dir, wie du sie umbenennst. Das ist deine Challenge. Straße aussuchen, umbenennen und das argumentieren. Gut. Theresa, du bist jetzt aufgestiegen, ganz, ganz schnell zum Landeshauptmann Stellvertreter. Ja. Und hast nun die ehrenvolle Aufgabe, den Josef mit Komplimenten und Auszeichnungen zu überschütten. Lia, du spielst also die Landeshauptmann Stellvertreterin, übrigens keine Parteikollegin, sondern Vertreterin einer anderen Partei. Du musst eigentlich überhaupt nicht viel tun, steh einfach nur da. Und um das Ganze möglichst authentisch zu machen, brauchen wir auch noch ein Accessoire. Danke sehr. Nämlich das hier. So. Jawohl. Perfekt. 1:1. Bereit? Bereit? Los geht's mit Aufgabe 1. Liebe Landesregierung, ich habe ein Anliegen. Ich würde gerne die Andreas-Hofer-Straße umbenennen. Warum? Kennen wir es nicht alle? Schau dir den an, den Snowboarder. Schau dir an. Andreas Hofer war nicht nur ein Frauenfeind, er war Antisemit. Schau dir an, den Grünwähler. Er war nicht nur gegen die Brandschutzversicherung, er war ein Impfgegner. Und deshalb überhaupt nicht woke. Der sitzt sicher erst in der zweiten Gondel drin, in der zweiten Hocker drin, in der zweiten. Was mit der ersten? Und deshalb sag ich, when they go low, we go high. Und statt Andreas Hofer Straßen soll diese Straße in Zukunft heißen Michelle
Obama Street. Die ganze Zeit Furzkopf. Haha. Michelle Obama 2021, da lass ich mir nicht einreden. Wow, sehr gut. Also die erste Challenge, die war ja eigentlich geil, oder? Meine Kompetenz hassen Schimpfwörter. Ich habe mir so viele ausgeschrieben, dann streichen die mir kurz vor der Sendung 90% meiner Schimpfwörter. Es gibt ehrlich gesagt für mich in meinem Leben ganz wenige Situationen, in denen ich meiner Liebe für Michelle Obama Ausdruck verleihen kann. Du arschverfickte Arschgeburt, du hirngewichster Arschlochwichser, du pädophiles Chauvinistenschwein. Es war damals 2012, als dieser Tweet rausgegangen ist, Four More Years, eine Möglichkeit für mich, das zu retweeten. Aber was habe ich seit 2012 wirklich für eine Chance gehabt? Und da war das halt für mich eigentlich ganz eine schöne Gelegenheit. Andreas Hofer, finde ich, war der richtige Kandidat. Ja, unbedingt. Wie gesagt, Impfgegner war ja auch, habe ich lange Zeit nicht gewusst, aber ist momentan gerade wieder richtig aktuell. Finde ich eine gute Wahl. Michelle Obama, muss ich sagen, sie gilt ja als große Freundin von George W. Bush, der, wie soll ich sagen, damit ich es jetzt wirklich nicht übertreibe, der größte Kriegsverbrecher seit Adolf Hitler ist. Also da habe ich so ein bisschen meine Schwierigkeiten, aber die Intention war gut. Lia, dein Kommentar? Ja, ich habe nicht zugehört. Aha. Die Theresa, finde ich, man hat gemerkt, sie kann hassen, sie hasst gerne, sie hasst kreativ. Es liegt ihr. Unbedingt, ja. Also die Luderhaftigkeit, da lässt nichts zu wünschen übrig. Lia? Ah ja. So, dann würde ich sagen, kommen wir zur nächsten Aufgabe. Die wird präsentiert von Martin. Sehr gerne. Diese Aufgabe beschäftigt sich mit dem Cis-Mann. Cis-Mann, ein Begriff, wo jetzt viele sich wahrscheinlich denken werden, ja, was ist denn überhaupt ein Cis-Mann? Keine Ahnung. Es ist ja wirklich eine Gattung auf dem absteigenden Ast, sozusagen, wird immer seltener. Es gibt noch so letzte Reservate, zum Beispiel im Standardforum, in den Kommentaren, da tummeln sich die noch, nicht? Das ist eben wie so ein kleines Reservat, weil, ich meine, da können die, ja, sind sie unter sich, oder da können sie so ihre Hasspostings absetzen, was sie halt so gerne tun und halt beschimpfen und alles Mögliche. Und da stört es ja niemand, nicht so gut aufgehoben, ist eigentlich eine gute Geschichte. Aber auch bei uns in Tirol eben gibt es noch in der freien Wildbahn einige wenige lebende, freilebende Exemplare. Und ich habe es in meinen langjährigen Forschungen geschafft, herauszufinden, wie man die anlocken kann. Und ich werde es euch jetzt verraten und ich mache es dann einfach gleich am besten. Wie jetzt? Du holst uns jetzt hier einen Cis-Mann? Einen waschechten Cis-Mann hier live ins Studio auf die Bühne. Gut. Und dann wird es eben die Aufgabe sein für die widerwärtigen Luder-KandidatInnen, dass sie mit dem umgehen. Jetzt ist eh schon fast, ist man schon rausgerutscht. Das ist nämlich eben, wenn man so ein nicht nur ein Binnen-I, sondern einen Unterstrich oder ein Gender-Sternchen ausspricht, das haben sie besonders gern, dann kommen sie und regen sich gleich furchtbar auf. Warte, ich mach's mal nochmal. Zusehende Zuschauerinnen! Es funktioniert fast immer. Jetzt wird sicher schon bald einer kommen. Oh, da sehe ich schon einen. Oh, das ist ein richtiges Prachtexemplar. Aber Moment, da muss ich mal fast ein bisschen vom Leibe halten. Jetzt muss ich ein bisschen. Die Kandidaten. Ja, schau. So, dann ist er gleich wieder. Also, die Kandidaten haben jetzt vorauf schon die Aufgabe von mir bekommen. Sie dürfen genau einen Gegenstand verwenden, um jetzt diesen Cis-Mann, dieses Prachtexemplar, ein bisschen zu zähmen. Nicht? Weil das ist genau das Problem. Das hat die Wissenschaft noch nicht gelöst, wie man mit denen wirklich umgeht. Gehen soll. Das ist die Aufgabe jetzt für unsere beiden KandidatInnen von heute. Bitte, Theresa, gleich schnell. Also das Wichtige ist, was ich mache, ist nie Augenkontakt machen, sondern direkt auf sekundäre Geschlechtsmerkmale lenken. Und was ich mitgebracht habe, ist kein normales Bier, weil das funktioniert mittlerweile nicht mehr. Man braucht dieses speziell gebräute Craft-Bier und dann einfach wirklich zwischen die Schenkel durchgeben. Und dann ohne Blickkontakt sich langsam wieder entfernen. Ja, ich habe mich bei der Zähmung für einen experimentellen Ansatz entschieden. Ich habe mich entschlossen, den Cis-Mann intellektuell zu zähmen, ihn intellektuell zu beschäftigen. Und habe dann überlegt, was könnte das sein, auf das so ein Cis-Mann so anspringt. Und gerade seit letztem Jahr gibt es eine neue Geheimwaffe. Da gibt's was, da sind ganz viele Sachen drin, speziell für Cis-Männer. Die sind gute Formulierungen drin, sind Gedanken drin, sind so ein paar Wörterbücher, die ihnen ganz gut gefallen. Und ich glaube, ich lasse es jetzt einfach mal da und schauen, wie es dem Cis-Mann damit geht. Ah ja.
Ja, ja, also mir kommt vor, das scheint ihn zu interessieren, da sprichst du gut drauf an. Ja, ich glaube, ja. Ja, also da würde ich sagen, zumindest gemeinsam habt ihr es auf jeden Fall geschafft. Also von mir für beide, Theresa, Josef, super Leistung, einen Applaus. Ich habe kurz überlegt, soll ich vielleicht nicht, soll ich vielleicht irgendwie eine Monographie von Robert Pfaller nehmen? Oder soll ich eine Chanson-CD von Nina Broll nehmen? Ich habe mir gedacht, vielleicht ein, zwei Exemplare gibt es in Tirol noch. Okay? Ein, zwei Exemplare, dann kommt der rein. Du glaubst es ja nicht. Es ist ja fast schon ein Wunder. Also ich war auch kurz fasziniert von diesen Wesen. Also Martin, zuerst einmal Gratulation auch an dich. Ich habe kurz Angst gehabt um dich. Ja. Dass du mir schon wieder heil zurückkommst hier. Mir geht's genau gleich, aber ich habe gewusst, bei unseren beiden KandidatInnen, da sind wir in sicheren Händen, da kann uns nichts geschehen. Ich finde es sehr bewundernswert, sie waren beide sehr empathisch. Sie haben den Cis-Mann ja wirklich ernst genommen, was an sich schon eine Leistung ist. Ja? Sie haben beide sich wirklich gut überlegt, was will der, was braucht der? Die Theresa hat das mit viel Körpereinsatz gemacht, bewundernswert. Und der Josef eben, auch er hat sich wirklich überlegt, was mögen die, was gefällt denen. Der Josef hat sie dort abgeholt, wo sie sind, nämlich ganz unten. Nicht schlecht. Das ist jetzt der Backstage-Raum. Okay. Wenn ich dir vorstellen darf, das ist die Theresa. Da sind Getränke für dich vorbereitet, drüben ein paar Snacks. Servus. Hallo. Wo kann ich... Ah, das ist besetzt leider. Okay. Und warst du da vielleicht die Hände? Das ist abgesetzt. Ah, okay. Ja, und was glaubst du, was wir da so machen müssen? Also quer durch die Bank wahrscheinlich alles. Ja, gut. Was soll ich machen? Ich habe schon ein paar Sachen vorbereitet. Also ich habe ein Lied, ich habe ein Rap, ich kann ein bisschen was tanzen. Chicken oder? Ach, nein, weißt du, so... Spoken Word. Ich habe ein paar Rhymes geschrieben, ich habe ein paar Styles zum Klicken. Beats wir auch. Sind jetzt da beim Tiroler, Lura, das. Ja, ich bin also ein bisschen dabei. Hey, wir sind da beim Tiroler, Lura. Und wenn du nicht der Gingi bist, dann der Mutter. Immer, jeder macht voll was anderes. Ja. Immer ein Ende. Die einen machen was Gutes, die anderen was Schlechtes. Ja. Ja. So, irgendwie die einen machen das und die anderen machen das und das am Ende ist eher gleich gut. Oder es ist eins schlechter. Wenn man es so sehen will, aber eigentlich halt so quasi, man ist dabei, alles sind dabei und jeder kann sagen, genau. Das was er hat. Jemand und am verliert. Ende kann man dann sagen, ich so oder gewinne. So, genau. Gibt es ja richtig, gibt es ja falsch, eher genau, weil beides gleich gut ist. Und das hier ist übrigens unsere Trophäe, um die es geht. Der goldene Mittelfinger. Ja, der Landeshauptmann-Stellvertreter himself hat dafür Handmodell gestanden. Ja, ich habe es eingangs schon gesagt, wir haben wirklich extrem viele Bewerbungen hier hereinbekommen. Wir können natürlich nicht alle hier in die Show lassen. Trotzdem schauen wir einige von denen nochmal an in einem Best-of unserer doch leider Neins. Hi, wir machen hier das Casting zum widerwärtigsten Luda 2021. Erzähl doch mal kurz, wer du bist und warum du das widerwärtigste Luda 2021 bist. Ich stehe hier. Ich möchte draußen sein auf der Straße. Ich möchte gemeinsam mit euch allen hier was bewegen. Was anderes machen für die Welt. Ich möchte, dass in Zukunft alles besser ist für Mensch. Und jo, jo, okay, alles klar, danke, ciao. Ciao, ich ciao. Ja, nächster Bitte, war noch danke. Nicht fertig ja, hier. Danke, ich wollt... okay. Danke, ciao. Ciao. Balchplatz, 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 Seilbahn, 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 Seilbahn. Also, ich bin heute hier, weil mein Herz schlägt einfach für die Jagd. Ich merke einfach, wenn man in der Früh im Wald geht, na, da geht mir das Herz auf. Das ist einfach das Schönste. Und ja, einfach diese Traditionen, die man da verkörpert, das ist mir einfach wichtig. Okay, super, danke, wir melden uns. Danke, ciao. Danke. Ciao, ciao.
So, und jetzt schicken wir unsere Kandidatinnen in Teufelsküche, nämlich in die sogenannte Volksküche. Ja, wer kennt es nicht? Bei Demonstrationen, bei Hausbesetzungen, bei sonstigen Veranstaltungen dieser Art. Da gibt es dann immer ein paar Leute, die es einfach nicht lassen können und immer diese wunderbaren Sachen zubereiten, die dann alle essen dürfen. Das nennt man eben Volksküche. Lia, du hast damit, glaube ich, viel Erfahrung. Oh ja, Xaver, es schmeckt fantastisch und ich war in meiner Jugend und Kindheit, habe ich viel Zeit in Volksküchen verbracht und ich kann sagen, ich bin gerade zu der Zeit eingestiegen, als der Seitan angefangen hat, den Tofu abzusetzen und es war einfach fantastisch. Also heute ist es ja überhaupt Ding, also heute essen ja alle nur Seitan, man isst ja die ganze Zeit Seitan und Tofu ist inzwischen auch viel besser geworden. Der ist geräuchert und gewürzt und ich weiß nicht was. Damals war das ja alles nichts, aber jetzt ist alles fantastisch. Es ist so großartig und überhaupt essen eh alle jetzt vegan. Damals war das noch nicht so, da war das voll das Ding. Da geht man hin und isst vegan. Außerdem macht man dann noch andere coole Sachen, aber ja, ja. Das sei jetzt nicht. Früher haben wir ja nichts gehabt. Mein Gott, das waren noch Zeiten. Jetzt ist es so bourgeois. Die jungen Leute heute auf die Volksküchen, die essen ja, ich weiß nicht was, so 7-Gänge-Menü. Am Bowl essen die mit Avocado, aber das ist nichts, weil wegen die Wasser. Ja, ist ja ein Superfood. Ein Superfood. Martin. Ja, eben, so ist es inzwischen, aber manchmal kann man sich eben nicht alles aussuchen, zum Beispiel wenn man dumpstern geht. Dumpstern ist eben auch eine wichtige Sache, Lebensmittel, die sonst weggeworfen werden, werden gerettet aus den Tonnen, die zum Beispiel vor Supermärkten und ähnlichen Einrichtungen stehen, die ja dann noch lange nicht schlecht sind, bloß weil die dort weggeworfen werden. Und da kann man sich dann halt eben nicht aussuchen, was man dann hat, woraus dann eben ein Gericht zuzubereiten ist, das sowohl schmackhaft als auch nahrhaft sein soll, damit die AktivistInnen da viel Kraft daraus bekommen. Und genau das nehmen wir auf bei unserem Spiel, das wir jetzt für euch vorbereitet haben. Jawohl, wir waren dumpstern für euch. Wir haben ein paar Zutaten ausgesucht. Ihr müsst euch jetzt diese Produktionsmittel aneignen und uns daraus ein wunderbar schmackhaftes und antifaschistisches Volksküchenessen kochen. Und zwar gemeinsam. Jetzt geht's um Teamwork. Also, ab mit euch in die Küche! Oh wow, das sind die Zutaten. Theresa, was kochen wir? Ich weiß nicht. Ich habe eine Idee. Wir machen ein Fokühila. Ja. Volksküche Hirse Lauch. Okay. Geile Idee, oder? Ja. Naja, das Wichtigste ist, dass, dass man einfach die Hirse aufmacht. Ja. Hey, komm! Ja, das genau. Ist wie die ÖVP. Genau, schön gegen die. Gegen die. Ich habe mir gedacht, ich mach's so ein bisschen, das ist. Oder? Können wir da noch ein bisschen würzen vielleicht? Na, okay. Ich finde würzen muss man nicht. Damit die Aromen nicht verloren gehen. Ja, damit man das nur so hat, so ein bisschen das Salz der Erde. Ja. Damit wir das, was die Bauern da reingelegt haben, damit wir das noch ein bisschen drin die haben. Die Schnecken. Die kochen nicht zu viel. Meine Augen brennen. Und es duftet, oder? Ja. Wenn du das vorstellst, ist das schon ein bisschen da. Und die kosten. Und wie schmeckt es dir? Wir brauchen nur irgendwas, was aufpeppt. Wir haben nur noch die Kiwi. Was sollen wir mit der Kiwi machen? Ja, ist die noch Spaß. Irgendwas fehlt. Aber ich habe. Jutta, ich habe aber Idee. Wir haben keine Zutaten mehr. Ja, warte, Jutta, ich habe eine Idee. Josef, du einen Topf aus, es gibt Blutwurst. Das ist ein bisschen was Würziges dann dabei. Mhm. Wir bräuchten noch ein bisschen Bindemittel. So, Josef, die Blutwurst ist fertig, schau. Ist aber schön warm. Ja. Ah, oh, ja, das ist wie, als würde es auf der anderen Blutwurst schlafen. Dann bringen wir es rein, oder? Sehr gut. Was duftet hier denn schon so gut? Oh, da kommen sie schon herein. Das sieht ja toll aus. Wow. Schnecken, ne? Also, es schaut auf jeden Fall schon mal original Volksküche aus. Was kredenzt ihr uns hier denn Feines? Ja, da, wir haben gekocht ein geschmackiges Fokühila. Rot. Fokühila rot. Wir wollen probieren, wie es schmeckt. Ja, für meinen Geschmack ein bisschen trocken. Was fehlen würde noch, ist Molotow-Cocktailsauce. Mmh.
Am besten schmeckt's mit Hammer und Sichel. Ich bin jetzt zwar nicht unbedingt Volksküchen erfahren, aber ich glaube, dass jede Volksküche durch eine Person wie mich profitiert. Ich kann einfach Dinge schaffen. Ich kann Otto Lengi in die Volksküche bringen. Ich kann Molekularküche in die Volksküche bringen. Ich habe es schön gefunden, dass ich dem Gericht dann einfach meine persönliche Note abgeben können. Ja, Liebe geht durch den Magen wie das Luder durch die Beziehungen. Luder ist ja auch ein sexuell konnotierter Begriff und als sexpositive Menschen wollen wir uns das natürlich nicht schlecht reden lassen, sondern ganz im Gegenteil, das noch feiern. Luder sind also sexuell freie Menschen. Soweit, so geil. Schwierig wird es allerdings, wenn sie sich in monogamen Beziehungen befinden. Und genau daran werden wir jetzt arbeiten. Wir machen Folgendes. Wir spielen jetzt eine Szene. Ich bin jeweils einmal der Partner von Theresa und einmal der Partner von Josef. Und eure Aufgabe wird es sein, mich als euren Partner davon zu überzeugen, unsere monogame Zweierbeziehung zu öffnen. Xaver. Hallo, Schatz. Xaver. Ja. Wir haben jetzt schon dreiwöchiges. Ja, 3 Wochen ist es. Hey. Und man muss ja sagen, irgendwie so die erste Woche, da war es ja innen ganz klar. Also da haben wir ja noch ein bisschen mit anderen und so. Und jetzt die 2 Wochen danach, da waren wir ja dann auch in Quarantäne und so. Und dann ist ja auch nicht gegangen, aber ich habe mir jetzt gedacht so... Was nicht gegangen? Vielleicht könnte man einfach die Beziehung sexuell öffnen. Sexuell öffnen, also dass man neue Sachen ausprobieren oder... Oder mal irgendwie ein bisschen wilder. Ich hab das schon, das wäre schon okay für mich auch. Ja, also eher, dass ich neue Sachen ausprobiere ohne die. Mhm. Also ich habe mir das so gedacht. Ciao. Also wenn du dir einen Vibrator kaufen willst, es ist okay. Xaver. Was denn? Wir haben ja schon 4 daheim. Achso. Aber ich habe eher so gedacht, so, dass wir mit anderen ficken können, ja. Dass wir also mit anderen Leuten... Genau. Während wir aber noch die... Genau, ja, also da geht es eigentlich nur um also in dem Fall geht es jetzt nur ums Ficken. Das kann ich nicht. Mhm. Das kann ich nicht. Nein, Xaver, ich finde es voll schön, dass du das jetzt sagst. Weil... Okay. Na, weil es ist so wichtig, dass man seine eigenen Grenzen aufzieht und... Wie? Ja, dass du einfach genau sagst, so, das ist für mich, und deswegen liebe ich dich ja auch, weil du einfach das kannst. Und deswegen habe ich mir schon überlegt, weil ich das erwartet habe, warte kurz, dass dann nur ich das mache. Hm? Ja, du musst es nicht machen, du musst mit niemand anderem schlafen. Ganz ehrlich, bleib dir selber treu, was das angeht. Und du, mir dann auch in dem Fall, solange, ich kann ja dann einfach rumficken, weißt du? Aha. Dann hast du deine Boundaries und ich habe meine Freiheiten und, Aha. Ja. Klingt irgendwie jetzt noch nicht ganz logisch, aber du bist so schlau, ich vertraue dir da eigentlich irgendwie dann doch. Okay, ist gut. Ich spüre mal so ein bisschen mehr rein, gell? Ja, ich gehe jetzt dann. Okay. Ich treffe mich noch mit dir. Ich gehe so ein bisschen in mich und dann... Ja, schön, ja. Okay. Ja. Aber ich finde es toll, dass wir das hinkriegen. Ja, so, hey. Wirklich. War noch nie so glücklich mit wem. Tschüss. Und wie fühlst du dich jetzt? Puh, ja, irgendwie, also, kann ich jetzt gar nicht so genau sagen. Ja, reinspüren hat mir immer sehr geholfen. Hinspüren hat mir immer sehr geholfen. Hinspüren wird dir auch helfen. Ficken, 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 ficken. Ist auch sehr gut. Also ein bisschen standhafter. So verschränkte Arme, meine ich. Okay. Hi. Hey Xaver. Ja, also zwischen uns ist ja irgendwie ganz was Nettes. Es ist was Schönes, was ich da entdeckt habe. Total. Ne? Ja, ja. Und immer, du hast mich ja kennengelernt als einen relativ undogmatischen Menschen. Mhm. Kann man so unkonventionell. Sagen? Unkonventionell, das undogmatisch, cool, flexibel. Und ich würde aber halt was sagen. Mhm. Also ich glaube in meinem Leben ganz fest an 3 Dinge. Mhm. Und das sind Liebe ist Liebe, mehr ist mehr, mhm,
Design bestimmtes Bewusstsein. Mhm, das finde ich cool. 9-11 war Inside Job. Aha, es sind aber schon vier. Okay. Ja, ja. Mhm. Aber wenn wir da so stehen bleiben, also mehr ist mehr. Liebe ist Liebe. Mehr Liebe ist mehr Liebe. Total. Und ich finde, das ist Liebe so, ist das Einzige, was sich verdoppelt, wenn man es teilt. Genau, that's the spirit. Ja. Und ich finde einfach auch in so einer Beziehung sollte man die Liebe einfach nicht beschränken. Mhm. Also ich finde, solange wir darüber reden, können wir alles machen. Ich muss sagen, also die Love Challenge war für mich die härteste Challenge. Weißt du, über was ich gerne reden würde? Na, über unseren nächsten Urlaub. Ja, ist dir der Kameramann aufgefallen? Wie? Die Kamera 1, der Typ mit der Karten. Der Gregor? Genau, der Gregor. Was hat's denn Wie gefunden? Meinst du, ob er mir unangenehm aufgefallen ist? Ich meine, er ist manchmal ein bisschen... Mir ist der Gregor auf die Art aufgefallen, dass er extreme sexuelle Ausstrahlung hat, dass er einfach einen Raum erhält, wenn er reingeht und dass er mich einfach fast wie magnetisch anzieht. Und ich weiß, ich würde einfach gern mit dir drüber reden und einfach vielleicht, ob wir mit dem Gregor drüber reden könnten. Okay. Wir, gemeinsam? Ja, vielleicht können wir jetzt einfach mit dem Gregor reden. Okay, ich finde ihn auch ziemlich, was hast du gesagt? Ich stimme in allem zu, auf jeden Fall. Ja, okay. Mhm. Ja, vielleicht, Gregor, was würdest du gern mit mir, mit dem Xaver reden? Okay. Aber vielleicht nicht jetzt. Vielleicht nicht jetzt. Genau. Weil es gibt ja noch andere Kameras im Raum. Okay. Wow. Martin. Aber es war richtig gut. Aber ich weiß es nicht. Ich meine, was sagst du? Martin, die Theresa, ja, super. Mir geht's voll super. Josef war auch super. Also ja, mir geht's ja auch gleich. Ah, so mir sweet. Geht's ja immer so, dass ich irgendwie alle beide... Moment. Also, die Theresa, sie ist durchsetzungsstark und sie kann bei der Revolution sicher nützlich sein. Sie macht die Drecksarbeit für uns. Sprechen wir es offen aus. Nicht? So. Aber was macht man mit ihr nach der Revolution? Da bin ich mir nicht sicher. Da bist du dir nicht sicher, Xaver. Ja, und auch ich bin mir nicht sicher, weil es gibt ja immer noch bei ihr den Gefahr, das sehe ich ganz groß. Also die Gefahr, Fetischrevolution bei ihr, natürlich der Aufstand. Ja, Krawall, wo es nur geht, die Theresa. Aber dann am Ende, ich meine, wo soll es denn hingehen? Die Revolution als Selbstzweck und am Schluss, die Revolution frisst ihre Kinder. Das wollen wir natürlich auch nicht so richtig genau haben. Genau da könnte man dann den Josef wieder gut brauchen. Mhm. Der eben halt vielleicht schafft, auf irgendwie andere, auf eine sanftere Art vielleicht halt, irgendwie auch auf eine produktivere Art, ganz grundlegend irgendwie auch, zu schauen, wie dieser Umgang, das Caren, für die Care-Revolution. Umeinander vielleicht irgendwie auch ganz anders eben funktionieren aber am Weg, kann. Am Weg zur Revolution muss man mitschleppen. Muss man hinterher schleifen wie ein Rodel auf die Walderer Alm. Ein nicer Spirit bei ihm. Ja, vielleicht, wenn man die zusammen denkt jetzt. Ich würde sagen, schauen wir sie uns nochmal an. Bitten wir sie auf die Bühne. Kommt auf die Bühne, wir wollen euch nochmal sehen. Theresa und Josef! Wuhu! Naja. Schwierig. Wir müssten es also eigentlich beiden gemeinsam geben. Das ist aber lame. Ja. Das ist langweilig. Na, wir geben es nicht beide gemeinsam. Wenn ich so drüber nachdenke, Xaver, so wie ich dich jetzt auch bei den Rollenspielen da erlebt habe, eigentlich, ein bisschen outside the box, aber eigentlich wärst du auch ein guter Anwärter für widerwärtigstes Ludern. Ja, schau. Ich habe es mir ehrlich gesagt auch gedacht. Aha, ich halte tiefes widerwärtigste Luder around. Ja, vielleicht bin ich das widerwärtigste Luder 2021. Oder der Martin. Theresa, was denkst du? Ja, also ganz ehrlich, ich lass mir doch nicht von drei widerwärtigen Luders sagen, ob ich ein widerwärtiges Luder bin. Das ist doch der größte Scheiß. Warum brauchen wir eine Jury? Warum brauchen wir überhaupt eine Gewinnerin? Wie kann es überhaupt sein, dass irgendwer von uns ein Luder ist, wenn nicht alle ein Luder sind? Du bist ein widerwärtiges Luder. Und du bist ein Luder. Und du bist ein widerwärtiges Luder. Und Krieger ist ein Luder. Und du bist ein widerwärtiges Luder. Und du bist ein widerwärtiges Luder. Und du bist ein widerwärtiges Luder. Und du bist auch ein widerwärtiges Luder. Auki, komm mal, du widerwärtiges Luder. Die von Ludern kann ich verstehen, weil wir weiterkommen, weil wir immer weitergehen. Wir sind viele Luder forever. Wir sind die Besten, die Schönsten, ja, wir sind einfach schneller. Ich bin ein Luder, Baby, ich bin kluger. Junge, komm mir nicht mit Klüger, du Lügner.
Sprache neu, bleib den Ludes treu. Ja, das ist Luda Life, alle Luda gleich. Das ist das Gefühl, das du nur erreichst, wenn du stylst. Du bist ein Alpha, lol, sad life. Du bist ein Macker, lol, sad life. Du dummer Ego-Shooter, ich weiß, da ist Wut da. Ich bin ein Luda, so sieht es aus. Und was kriegen wir Luda? Immer nur Applaus. Mach die Klappe zu, Bruder. Join the fight, du widerwärtiges Luda. Mach die Klappe zu, Bruder. Join the fight, du widerwärtiges Luda. Mach die Klappe zu, Bruder. Join the fight, du widerwärtiges Luda. Mach die Klappe zu, Bruder. Join the fight, du widerwärtiges Luda. Brrrt! Wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr mich, die Studiokatze, adoptieren. Oder abonnieren, den YouTube-Kanal. Und natürlich auch liken, kommentieren, sharen und davon euren FreundInnen und Lieblingsmäuschen erzählen.